Was sind Höhlen? Höhlen sind... Wieso reden wir über Höhlen? Jeder weiß, was Höhlen sind und was sie machen. Wir sind schon nicht im Kindergarten. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Kartensammlung finde, sehe ich, wie viele Leute über Kartenhöhlen wissen. Höhlen hat sicherlich jeder von euch schon mal gesehen. Aber viele wissen nicht, wofür man welche Höhlen benutzt. Es gibt sie nämlich in vielen Formen und Farben. Dabei sind die wichtigsten Eigenschaften von Höhlen durchsichtig, einfarbig, mit Motiv, vorne matt oder glare, hinten matt oder glare. Wehe, ihr nutzt Karten, die vorne und hinten glare sind. Dann wird euer ganzes Deck zu einer einzigen Karte. Das war nicht nur eine Hülle, sondern 10 insgesamt. Klein, größer, Toploader. Was ist glare? Glare bedeutet eigentlich blendend. Aber im Kontext von Höhlen bedeutet es einfach glatt. Matt bedeutet im Gegensatz dazu bei Höhlen rau. Glatte Oberflächen neigen dazu, stärker miteinander zu verkleben, im Gegensatz zu rauen Oberflächen. Warum benutzt man überhaupt glare? Es sieht subjektiv für die meisten Spieler schöner aus. Motive auf dem Hüllenrücken kommen besser zur Geltung. Das gleiche gilt für die Frontseite einer Hülle. Glare vorne verstärkt den holographischen Effekt, während matte Frontseiten das Bild eher abstumpfen lassen. Aber wie gesagt, das Ganze variiert von Spieler zu Spieler und ist rein subjektiv. Die beliebtesten Varianten von Hüllen sind vorne glare, hinten matt. Dadurch erhält man das Beste aus beiden Welten. Die Oberflächen verkleben deutlich weniger und man hat einen schönen holographischen Effekt auf der Vorderseite. Welche Größe brauche ich? Klein, groß, größer. Die Größen lassen sich auch mit Japanese, Standard und Toploader übersetzen. Als Yu-Gi-Oh!-Spieler empfehle ich euch Japanese. Da passen eure Yu-Gi-Oh!-Karten perfekt rein. Standard werden zum Beispiel eher in Pokémon oder Magic verwendet. Und Toploader werden... Nein! Du hüllst dein Deck nicht in Toploader ein! Ich glaube, uns fehlt noch ein wichtiger Baustein in der Erklärung. Hüllen haben verschiedene Einsatzgebiete. Der erste Anwendungsfall, der den meisten in den Kopf kommt, ist, damit sein Deck einzuhüllen. Das ist auch okay, aber nicht mit Toploader. Toploader sind zwar per se Hüllen, werden aber nicht für das Spielen genutzt. Ihr Haupteinsatzzweck ist es, wertvolle Karten vor Beschädigungen zu schützen. Sie werden zum Beispiel im Versand von Einzelkarten gerne in Briefen verwendet, weil sie dort den Einflüssen, dem ein Brief ausgesetzt ist, hervorragend trotzen können. Oder wenn einem als Sammler das Aufbewahren einer Karte in einer Hülle nicht sicher genug ist, dann greift man gerne zum Toploader. Dann kann man sie auch hübsch irgendwo präsentieren. Das lassen wir so bis zum Ende der Sendung. Ihr habt wahrscheinlich gerade gesehen, dass ich die Karte mitsamt Hülle in den Toploader eingelegt habe. Das nennt sich Double Sleeving. Das heißt, man hüllt doppelt ein. Beim Toploader macht das Sinn. Der ist hart und würde eine Karte ohne Hülle sehr schnell zerkratzen. Double Sleeving ist ebenso populär bei Sammlern wie auch bei Spielern. Denn wenn man seine wertvollen Karten schützen möchte, aber dafür nicht klobige Toploader nutzen möchte, kann man zum Beispiel Standard Sleeves nehmen. Japanese Size Hüllen passen da nämlich sehr gut rein. Man bekommt mehr Stabilität und Sicherheit gegen Beschädigung für die Karte, als wenn man nur eine Hülle benutzen würde. Das ist nicht ganz so effektiv wie ein Toploader, dafür aber vielseitiger einsetzbar. Denn so kann man auch sein Deck einhüllen. Endlich kommen wir zum Thema. Ihr solltet grundsätzlich eure Karten einhüllen, wenn ihr Yu-Gi-Oh! Spielen wollt. Damit verhindert ihr, dass eure Karten beschädigt werden und dass ihr wegen markierter Karten Turnierstrafen erhaltet. Das ist ein Riesenthema für sich. Das aber für ein andermal. Kannst du auch mal alles zusammenhängend erklären, anstatt alles ein anderes Mal erklären zu wollen? Klar, ich gehe für mehrere Jahre in die Kammer und komme dann mit einem 12-Stunden-Video auf dich wieder zurück. Diese ganzen Themen sind miteinander verflochten. Bevor wir einen ganzen Marathon rennen, sollten wir vielleicht erstmal gehen lernen. Zum Spielen eignen sich bereits eingangs erwähnt am besten die Japanese Sleeves. Die sind perfekt, um ins Turniergeschehen einsteigen zu können. Falls ihr aber den Extraschutz braucht und ihr unbedingt Double Sleeven wollt, ich kuschel dir mal extra, empfehle ich euch solche Perfect Fits. Sie sind 2 mm enger als Japanese Sleeves, sind aber dafür exakt auf eure Yu-Gi-Oh! Karten zugeschnitten. Ihr hüllt die Karte dort ein und dann nehmt ihr eure richtige Kartenhülle und hüllt sie kopfüber ein. Nur so ist dann eure double-sleevede Karte turnierlegal und bereit zum Spielen. Nicht andersrum reinstecken und die innere Hülle muss durchsichtig sein. Für Extra-Deck hingegen empfehle ich euch eine günstigere Alternative, nämlich solche Japanese-Size Wubble-Sleeves. Die kriegt man eh hinterhergeschmissen. Einfach einhüllen in die Standard-Sleeve, fertig.
Wo bekomme ich Sleeves her? Sleeves sind ein gefragter Verbrauchsartikel und werden von den meisten Händlern gleich mitgeführt. Oder ihr spielt Turniere. Man kann auch Hüllen bei Yu-Gi-Oh! Turnieren gewinnen, wenn man gut abschneidet. Wofür benutzt man Sleeves mit Motiven? Ein großer Teil solcher Hüllen ist beidseitig Glare. Sie bieten sich vor allem für Sammler an, die besondere Karten in besonderen Hüllen präsentieren wollen. Für alle, die solche Hüllen zum Spielen verwenden möchten, aus eigener Erfahrung, ich rate euch davon ab. Für euer Deck, egal ob Main oder Extra Deck, sind solche Hüllen ein Graus. Sie verschleißen oft sehr schnell und wenn man nur leicht schwitzige Hände bekommt, passiert, dann wird euer ganzes Deck zu einer einzigen Karte. Das sorgt nur für Verwirrung, Frustration und Fehler. Ich finde, für so einen Anwendungsfall ist es das nicht wert. Dankeschön. Bitteschön. Das wird gar nicht mal so schlecht.